Sie haben in iSurf eine Aufgabe erstellt und wollen nachträglich etwas ändern oder zusätzliche Dokumente hochladen? Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen in diesem Video. Zunächst loggen Sie sich wieder auf iSurf ein und öffnen anschließend das Modul Aufgaben. Hier sehen Sie nun alle Aufgaben, die Sie erstellt haben. Ein Video zu dem Thema, wie Sie eine Aufgabe erstellen können, haben wir bereits erstellt. Sie finden es, wenn Sie auf das i klicken. Sie können nun die Aufgabe, die Sie bearbeiten wollen, auswählen, indem Sie auf den Titel der Aufgabe gehen. Es öffnet sich nun die gewohnte Übersicht über die erstellte Aufgabe. Sie sehen über dieser Übersicht hier vorne die Leiste mit verschiedenen Optionen. Hier gehen Sie zunächst auf das Feld Bearbeiten. Hier haben Sie nun die Möglichkeit, alle Einstellungen oder auch Beschreibungen zu ändern, genauso wie die Teilnehmer. Das Einzige, was Sie hier nicht ändern können, ist die Abgabeart. Wenn Sie neue Dateien hochladen wollen, gehen Sie zunächst wieder zurück in die Übersicht der Aufgabe und gehen nun auf das Feld Dateien. Sie haben hier nun die Möglichkeit, bereits hochgeladene Elemente zu löschen. Dies müssen Sie bestätigen oder eben neue Dateien hochzuladen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Beschreibung der Dateien zu ändern. Zudem können Sie Schülerinnen und Schülern Korrekturen zukommen lassen. Nachdem ein Schüler eine Abgabe zu der Aufgabe hinzugefügt hat, sehen Sie diese, wenn Sie auf alle Anzeigen gehen. Wenn Sie nun auf den Schülernamen klicken, sehen Sie die Abgabe, die er abgegeben hat. Sie haben nun die Möglichkeit, eine Korrektur hinzuzufügen, genauso wie eine neue Datei. Die können Sie nun hinzufügen. Man hat also die Möglichkeit, einen Text einzugeben und eine Datei hochzuladen. Die Korrekturen müssen nun noch freigegeben werden. Hierzu gehen wir zurück zur Liste. Hier vorne sehen wir zum einen, ob die Korrektur bereits freigegeben wurde, und zum anderen haben wir hier dann die Möglichkeit, insofern die Korrektur noch nicht freigegeben wurde, Korrekturen freizugeben. Die Freigabe kann nicht rückgängig gemacht werden. Wir hoffen, wir konnten Ihnen weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Solltet ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik haben, schreibt es unten in die Kommentare. Hier vorne habt ihr die Möglichkeit, unseren Kanal zu abonnieren, und hier findet ihr noch ein weiteres Video von unserem Kanal.